Schon etwas erstaunlich, dass sich Patrick Rafter in diesem Spiel gegen Agassi so oft so gerne auf derart lange Rallies einließ. In erster Linie natürlich ein Zeichen, dass er die hundertprozentige Sicherheit im Volleyspiel noch nicht verspürt. Ja, er ist schnell, der Andre Agassi. 37 Minuten hat er gedauert. Der erste Satz, er ging an Agassi. Gegangen. Andre Agassi etwas glücklich. Der einzige echte Unterschied, er nutzte seine Breakmöglichkeit. Während Patrick Rafter ja auch eine hatte und die, ja, will ich sagen, leichtfertig vergab, aber eben nicht nutzen konnte. Erster Punkt im zweiten Durchgang. Auch an den an Nummer 1 gesetzten Andre Agassi, der drauf und dran ist, auch im Champions Race wieder die Spitzenposition zu übernehmen. Grundlage dafür ja mit dem Sieg bei den Australian Open, dem ersten Grand Slam des Jahres, gelegt. Ja, nach oben gibt es keine Grenzen im Tennissport, zumindest nicht im Freien. Etwas Glück auch hier wieder im Spiel für Andre Agassi. Sein Ball eiert irgendwie über das Netz und über den Gegner, fällt auf der Linie runter und Rafter, ja, dem bleibt keine andere Möglichkeit mehr als der Versuch mit diesem extrem hohen Ball. Und das bei diesen äußeren Windbedingungen. Zweiter Aufschlag. Der erste Doppelfehler von Rafter und das zu einem ausgesprochen ungünstigen Zeitpunkt. Muss er abbrechen. Deswegen. Ja, alles andere als ein gelungener Auftakt in diesen zweiten Satz von Patrick Rafter. Zum zweiten Mal in Folge gibt er ein Aufschlagspiel ab. Dieses Mal wirkte er fast chancenlos. Im ersten Satz hat er so gut mitgehalten.
Hoffentlich nicht schon so etwas wie Resignation. Bei Rafter, der ja sogar angekündigt hat, er könnte sich vorstellen, sich langsam aber sicher ganz aus dem Tennissport zu verabschieden. Während seiner Verletzungspause, als er nicht spielen konnte, zumindest sagte er, da hat er das Tennisspiel eigentlich überhaupt nicht vermisst. Inzwischen hat er das Ganze etwas relativiert. So schnell wird er wohl doch nicht aufhören. Ganz, ganz großer Ansporn in diesem Jahr zumindest, der Davis Cup. War ja im vergangenen Jahr nicht dabei. Verletzungsbedingt. Im Finale konnte er seiner Mannschaft nicht helfen. Dieses Jahr, das wäre sein ganz, ganz großes Ziel, sein ganz, ganz großer Traum. Gemeinsam mit dem australischen Team die hässlichste Salatschüssel der Welt zu holen. Da kommt dann wirklich auch noch das Pech dazu bei Patrick Rafter. Hat er eigentlich alles richtig gemacht. Nur am Ende haben halt wieder die berühmten Millimeter gefehlt. Erst einen Punkt hat er geschafft. Patrick Rafter im zweiten Satz. Das ist doch eigentlich sein Spiel. Andre Agassi sehr selbstsicher in dieser Phase. Klar, der gewonnene erste Satz. Die Linien momentan eindeutig auf seiner Seite. Aber das ist natürlich nicht nur Glück. Kopfschütteln bei Patrick Rafter und natürlich auch bei seinen Fans. Auf der anderen Seite die Erklärung, warum der Australier für seine Verhältnisse so selten nach vorne ans Netz geht. Da fehlt ganz einfach die Sicherheit. Wie gesagt, das sind Flugbälle, Überkopfbälle, die er sonst wirklich im Traum mit verschlossenen Augen rückwärts versenken würde. Thank you.
Ja, unglaublicher Passierball von Andre Agassi. Gegen die Laufrichtung gespielt, der Flugball von Rafter. Und Agassi kann reagieren. Kaum Zeit, um auszuholen. Und dennoch bringt er genug Druck dahinter, um an Rafter vorbeizuschlagen. Klasse Ball von Amerika. Die 100 verschiedenen Möglichkeiten, einen Return zu spielen, angewandt von Andre Agassi. Dieses Mal die hohe Variante. Ah, wir sind gefährlich von Rafter. Die ganze Seite war offen. Setzt er den Flugball, den Überkopfball auf die Linie. Endlich hat er auch mal Glück. Ja, diesmal passt er auf. Ein ähnlicher Return wie zuvor von Andre Agassi. Und das war jetzt bei diesem schwer zu spielenden Flugball der alte Patrick Rafter, der sich natürlich so allmählich langsam erst wieder an seine Topform herantasten kann. Befindet sich eindeutig auf dem Weg der Besserung, keine Frage, hat ja in diesem Jahr noch so gut wie gar nichts gerissen in Delray Beach bei seinem Return, bei dem Comeback auf die Tour. Immerhin das Viertelfinale erreicht, hat aber gegen Paul Goldstein dann verloren in drei Sätzen. Scottsdale in der ersten Runde ausgeschieden gegen Juan Carlos Ferreira und in Indian Wells. Immerhin zweite Runde, dort aber gegen Correggia, natürlich einen klasse Mann, knapp in drei verloren. Immer wieder der Versuch von Patrick Rafter an der Grundlinie mitzuhalten.
Ein Spiel, das Andre Agassi natürlich in gewisser Weise auch entgegenkam. Der Amerikaner dann phasenweise fast öfter vorne am Netz zu finden als Patrick Rafter. Trotz der Führung so richtig zufrieden war er nicht, Andre Agassi, mit seinem Spiel. You're kidding, sagt er da zu sich selbst. Das ist wohl ein Witz. Der war natürlich ein schlechter Witz für Patrick Rafter. Er ist ja nicht gerade der Größte, 1,80 Meter etwa. Überhaupt ein Wunder, gerade mit dieser beidhändig gespielten Rückhand an diesen Aufschlag noch ranzukommen und den dann auch so platzieren zu können. Ja, da gibt es wohl keinen zweiten auf der Welt im Moment, der das ähnlich kann wie Andre Agassi. Warst du wenig geschockt? Nicht besonders hart, 116 Meilen pro Stunde, aber er zählte noch nie zu den härtesten Aufschlägern. Dennoch zu den Besten. Ja, da lässt Andre Agassi einige Chancen, auch das ist ungewöhnlich. Den ersten, den spielt er gerne als Sicherheitsvolley, aber so sicher, dass, wenn der Ball zurückkommt, spätestens der zweite ganz sicher verwandelt wird. In diesem Fall braucht er drei. Tja, das passiert eben, wenn man dann direkt auf den Punkt geht. Muss er allerdings machen bei dem an sich leicht zu spielenden Ball. Abermals das eindeutige Zeichen, der eindeutige Beweis. Er ist auf dem besten Weg, zurückzukommen in die Weltspitze, aber lang noch nicht dort angelangt. Den hat er natürlich glänzend herausgetaucht. Ein Wahnsinnsball von Patrick Rafter. Er kommt wieder heran. 2-3 Aussicht in Australien. Weil es so schön war, eine zweite Wiederholung dieses Balles. Andre Agassi hatte keine echte Chance, da heranzukommen. Ein klein wenig Glück war natürlich auch dabei bei Rafter. Selbst wenn er ihn hätte spielen können, er selbst wäre im Netz gelandet. Bald gibt es aber noch Tennis. Wir machen weiter beim Spiel Agassi gegen Rafter. Der Amerikaner hat sein nächstes Aufschlagspiel durchbekommen zum 4-2. Patrick Rafter war also wieder an der Reihe. Zu Beginn des zweiten Satzes, da sah es ja fast ein wenig danach aus, als würde er schon ein klein wenig aufstecken, der Patrick Rafter. Aber inzwischen hat er zurückgefunden zu seiner Form. Und ich darf Ihnen verraten, es wurde tatsächlich noch ein echter Klassiker, dieses Spiel zwischen Andre Agassi und Patrick Rafter. Oh.
Er versucht einmal, das Surf and Volley Spiel durchzuziehen, und da sieht man auch, wie schwer das ist. Gegen diesen Andre Agassi. Returns, ja, wie man es kennt vom Amerikaner, vom Allerfeinsten. Sagt er selbst, er fühlt sich wieder topfit nach dem Durchhänger. Den zwei Niederlagen in Folge in Scottsdale und in Indian Wells. Fühlt er sich wieder fit genug, um dieses Turnier hier in Miami zu gewinnen. Aber da hat zunächst mal Patrick Rafter was dagegen. Mutig, mutig von Patrick Rafter in dieser Situation. Den Ball ins Aus fliegen zu lassen. Der war jetzt natürlich nicht extrem leicht zu spielen, dieser Flugball. Da war schon eine gehörige Portion Power hinter dem Schlag von Andre Agassi. Dennoch, auch das ein Ball für einen Patrick Rafter in Bestverfassung. Der ein sicherer Punkt normalerweise für den Australier gewesen wäre. Er beißt sich durch, Patrick Rafter. Der Mann mit dem roten Heinz, kurz zu sehen, sein Bruder, der ihn hier betreut. Ist ja ohne festen Trainer unterwegs, Patrick Rafter. Und Andre Agassi, ja, seit einigen Jahren erfolgreich mit Brett Gilbert unterwegs ist. Die beiden auf dem Tennisplatz, ein unzertrennliches Paar.
Unter der Linke kann man einfach nicht spielen. Immer wieder diese Variante. Das lange Duell über die Rückhand. Ja, und da fehlt dieses kleine bisschen Spritzigkeit, Schnelligkeit, um dann nicht nur an den Ball heranzukommen, sondern den auch noch sicher spielen zu können. Ein Wunder, dass das nicht öfter passierte, dass da irgendwelche Papiertüten oder ähnliches von den Zuschauerrängen auf den Platz wehten. Den Grund für derartige Aktionen, den kennen Sie, das ist nicht die Unfähigkeit der Spieler. Das ist, auch wenn ich mich da wiederhole, der böige Wind, der da immer wieder entscheidend auch ins Match eingriff. Nach 40-15 Einstand. Und plötzlich die Möglichkeit zum Break für Patrick Rafter. Auch ganz schnell die Laufrichtung geändert. Und jetzt die Chance gegen den Zweiten. Tief durchatmen. Bei Agassi, der wäre nicht leicht geworden. Der hätte ja auch auf der Linie runterkommen können, denkt sich sicher der lauffreudige Patrick Rafter. Aber er sollte weitere Möglichkeiten zum Break bekommen in diesem Spiel. Zunächst mal der Spielball zum 5-3 für Andre Agassi. Hier ist deutlich anzusehen war, trotz der Führung, er war sich seiner Sache längst noch nicht sicher.
Der Pass, der ist auf der Linie gelandet. Oder doch nicht, Andre Agassi meint, er war im Aus. Rafter meint und wird bestätigt, der war gut. Ein riesen Ballwechsel, allemal. Patrick Rafter musste da weite Wege gehen, um diesen Punkt sich zu erarbeiten. Eine Linie, die vom Schiedsrichterstuhl sehr gut eingesehen werden kann. Lars Graf lässt sich da auch nicht beeinflussen von Andre Agassi. Er hat es genauso gesehen wie die Linienrichterin. Abermals die Möglichkeit für Rafter zum Break, um den zweiten Satz wieder offen zu gestalten. Die beste Antwort von Andre Agassi. Den Ärger verdrängen. Konzentration. Darauf, worauf es ankommt. Das Tennis spielen, das kann er ja ausgezeichnet. Wieder Einstand. Auch der wird gut gegeben. Zweite enge Entscheidung gegen Andre Agassi. Dieses Mal ist er allerdings alles andere als allein mit der Meinung, dass der Ball von Rafter ausgewesen sei. Vor allem die Zuschauer, die auf Höhe der umstrittenen Linie bzw. der Linie, bei der es die umstrittene Entscheidung gab, sitzen und saßen, meinten auch, dass der Ball ausgewesen sei. Wie dem auch sei. Die beste Möglichkeit bisher für Patrick Rafter zum Rebreak. Vertan. Der erste Volley war schwer zu spielen, also der Vorhand-Überkopfball, aber das Rückhand-Ding, das muss er eigentlich reinsetzen. Und schon auf dem Weg nach vorne, da hätte er seiner Vorhand mehr Druck verleihen können. Wenn und aber hätte, das zählt alles nicht. Fakt ist, aber mal Einstand. Patrick Rafter, er wusste, das war wohl die letzte Chance, die sich bieten würde in diesem Match gegen Andre Agassi. Gab alles und er spielte sich die nächste Breakmöglichkeit. Bitte nicht applaudieren, wenn ich einen Fehler begehe, wenn ich einen Aufschlag ins Netz schlage, meint Andre Agassi. Ein bisschen Fairness sollte schon sein. Die Zuschauer insgesamt sehr, sehr fair. Insgesamt auch eher hinter Andre Agassi stehend. Aber sie wollten unbedingt mehr sehen von diesem Spiel, das plötzlich richtig gut geworden war.
Und immer wieder das Klingeln von Handys, Mobile Phones, wie sie ja in Amerika heißen. Der Begriff Handy, den gibt es in England, in Amerika nicht. Beziehungsweise der bedeutet etwas ganz was anderes. Unglaublich, mit einem derartigen Stop einen Breakball abzuwehren. Das ist schon mehr als frech und auch mehr als klasse gespielt von Andre Agassi. Das hat doppelt wehgetan, den Punkt verloren, die nächste Breakmöglichkeit vergeben und es hat zudem viel Kraft gekostet für Patrick Rafter. Beide wirkten in dieser Phase leicht angeschlagen, aber er natürlich mit dem großen Trainingsrückstand eher am Ende seiner Kräfte und die Chance jetzt für Agassi auf 5:3 dann doch zu erhöhen. Dieser Patrick Rafter, er wehrte sich mit allem, was er hatte. Und das war nicht wenig. Volles Risiko bei dieser Vorhand. Und wann wurde ein Andre Agassi vor allem in einer engen Phase schon mal so an der Grundlinie ausgespielt? Nicht sauber getroffen. An der Netzkante hängen geblieben. Punkt für Agassi. Er ist zu lang, aber er macht den Fehler, Andre Agassi. Riesentennis sieht man mal vom Abschluss ab, dieses Ballwechsels. Da wird Patrick Rafter dann doch zu bunt hinten an der Grundlinie und dieses Mal hat er Glück. Der Volley-Stop alles andere als ideal gesetzt. Aber so richtig verzweifelt sehen sie noch nicht aus. Steffi Graf und Brad Gilbert.
Der große, der einzige echte Unterschied im Spiel der beiden. 100% die Ausbeute der Breakmöglichkeiten bei Andre Agassi. 0%. Bei Rafter auch die sechste, beziehungsweise die siebte jetzt schon, die sechste im zweiten Satz nicht genutzt. Eins war klar, würde Andre Agassi dieses Aufschlagspiel durchbekommen, dann wäre der Widerstand, die Gegenwehr von Patrick Rafter wohl endgültig gebrochen. Der lange Slice, zu lang. Und Rafter war am Ende seiner Kräfte. Fantastisch gespielt, alles gegeben. Aber die Chancen, die sich boten, und es waren nicht wenige, einfach nicht nutzen können. Zum Teil lag es am Gegner, zum Teil lag es aber auch an ihm selbst. Agassi macht den Punkt und geht mit 5 zu 3. Das war natürlich doppelt bitter für Patrick Rafter. 18 Minuten hat er gekämpft ums Break. 6 Chancen hatte er dazu. Die ein oder andere wahrlich riesig. Vor allem dieser eine Ball am Netz, der Rückhandvolley, den er ins Aussetzt. Das hat viel Kraft gekostet und hat am Ende nichts gebracht. 3 zu 5 aus seiner Sicht im zweiten Satz. Und 15-0. Das haben wir ja leider einige Male gesehen. Diese deutlich ins ausgeschlagenen Flugbälle von Patrick Rafter. In diesem Fall sicher auch ein klein wenig Resignation schon mit im Spiel. Das sagt er anschließend selbst. Dass er in dieser Phase am Ende seiner Kräfte angelangt war. Dass er dennoch sehr, sehr viel Mut aus diesem Spiel insgesamt zog für den weiteren Verlauf des Tennisjahres für ihn. Der hat wehgetan, da muss er tief nach unten. Und das, was er normalerweise mit einer katzenartigen Geschmeidigkeit macht, das fällt jetzt schon sehr, sehr schwer. Aber er macht den Punkt.
Gott sei Dank, nach zwei Doppelfehlern in Folge. Ein guter erster, guter Flugball. Und der Spielgewinn für Patrick Rafter. Es war natürlich ausgesprochen schwer. Aber jetzt hat er erstmal den kurzen Seitenwechsel, um sich zumindest einigermaßen zu regenerieren. Und vielleicht doch noch ein kleines Wunder hier zu versuchen. Aber so richtig glaubte da eigentlich keiner mehr daran, dass dieses Spiel noch eine große Wende hätte nehmen können. Die Chancen waren im Aufschlagspiel des Andre Agassi zuvor da. Und wer derart viele Chancen auslässt, der hat dann wohl letztendlich auch keine Möglichkeit, Agassi zu besiegen. Ein zweites Mal, das war klar, würde Andre Agassi sich auf solche Spielchen wohl nicht einlassen. Ja, wieder knapp im Aus, die Rückhand von Andre Agassi. Nach seinen glatten Siegen gegen Andy Roddick und Andre Pavel zum ersten Mal so richtig gefordert wurde bei den Ericsson Open. Rafter am Ende. Bei den letzten Versuchen von Patrick Rafter den Ball zurückzuspielen, deutlich zu erkennen, da geht nicht mehr viel. Aber auch bei Andre Agassi immer noch zu erkennen, so 100% sicher war er sich immer noch nicht. Da hatte er 3-4 Möglichkeiten gerade bei diesem Ballwechsel nach vorne ans Netz zu stürmen und dennoch zog er es jedes Mal vor, wieder den Rückwärtsgang einzulegen. Letztendlich mit Erfolg. Er war natürlich der fittere der beiden. Er konnte sich eher auf diese langen Ballwechsel einlassen. Und hatte dann nach inzwischen doch deutlich über 1,5 Stunden zwei Matchbälle. Die Faust von Andre Agassi, erst jetzt war er sich ganz sicher, dass er die nächste Runde erreicht hatte. Es war vor allem im zweiten Satz dann wirklich ein klasse Spiel. Da hatten auch Fred Gilbert und Steffi Graf und die restlichen knapp 14.000 im Stadion ihre Freude dran. Nicht nur von den Namen her, dann also tatsächlich ein Klassiker zwischen Agassi und Rafter. Rafter war dennoch zufrieden mit seiner Vorstellung. Er hat gezeigt, allmählich geht's wieder bergauf.